Jetzt ist Berger, Beck. Groß. Schade. Wollte ihn direkt nehmen, Hitzesberger legt sich den Ball zurecht, sticht durch, kein Abseits. Und für ihn hat sich dieses Länderspiel schon gelohnt. Aus dem Spiel heraus, Mario Gomez. Deutschland führt durch das Tor des Münchners mit 1:0. Gentner. Schön gesehen, Helmes, das müsste sein, das ist das 2:0. Starke Vorbereitung von Christian Gentner und beim zweiten Ballkontakt nach seiner Einwechslung macht Patrick Helmes von Bayer Leverkusen das 2:0 für die deutsche Elf. Hat in der Vorbereitung jetzt schon 11 Tore geschossen übrigens. Dänemark. Nachlässigkeit in der deutschen Defensive. Rommedal verkürzt auf 1:2. Wiese im letzten Moment und da ist es passiert. Da ist es passiert. 2:2. Durch den Torjäger von Roda Kerkrade, Mats Juncker. Der Versuch war natürlich weitestgehend sinnlos, das zu probieren, dabei dreien durchzukommen. Trotzdem die Möglichkeit für Klose. Tor! Fehler der Belgier! Und die Führung für Deutschland. Weil Podolski vor Elan nur so sprüht. Lahm. Klose. Das ist es. Nein! Westermann, ja! Dieser ersten Hälfte zu beobachten war, also sie spielen unglaublich defensiv. Podolski schön freigespielt, jawohl! Perfekt passend auf diese erste Hälfte. Es war Fußball mit Spaß. Lukas Podolski bestätigt, dass er zurecht spielt. Er hatte 4 Chancen und hat dann mit der 5. sein Tor gemacht. Bartstuber, jetzt kommt er auch durch. Jawohl! Und Podolski, 3:0 Klose! Treffer 51 der beiden zusammen. Jetzt trauen sie sich fast gar nichts mehr zu. Westermann auf Khedira, sucht schon wieder und Eigentor. Sadigov, der Kapitän. In diesem unglaubliches Tor. Da schien gar keine Gefahr zu drohen, dachte, den pflückt Manuel Neuer jetzt ganz einfach runter. Özil, Bartstuber! Belohnt sich für eine wirklich starke Leistung. Seine Punkte holt, mal gegen Finnland, mal gegen die Tschechen, Podolski. Und Kakao! Und da ist schon wieder der Jubilar, Miro Klose. Der macht den Punkt hinter dieses Spiel. Gefährlich, dieser Versuch, 4 türkische Spieler zu überlupfen. Es ist gut gegangen. Westermann, Lahm. Müller winkt, der möchte den Ball haben, der kriegt den Ball! Und da ist das 1:0 und das ist Klose! Müller, Özil. Weiter geht's mit Lahm, kein Abseits. Muss er machen, macht er, macht er, macht er, der Özil. Ausgerechnet Özil. Ein ruhiger Jubel, ein respektvoller Jubel. Da
als er nahezu freistehend verzog. Klose, Fehler von Volkan durch die Beine von Volkan. Jetzt gibt es eine Klatsche. 3-0. Ein typischer Volkan. Noch ein wenig unkontrolliert. Mesut Özil. Podolski geht. Schöner Ball. Podolski. Klose. Und da ist die schnelle Führung. Herausragend, Özil. Sehr wesentlich moderner und athletischer. Und wir konnten in der Hälfte sehen, den Spielbericht. Aserbaidschan, Türkei. Jetzt mal Mario Gomez. Da ist es. Vorlage. Wiederum von Podolski. Und da ist sein Jubel. Lang ist's her. Sein 14. Länderspieltor. Ja, jetzt geht doch einigen die Puste aus. Podolski. Klasse, Podolski. Einfach mit dem Kopf durch die Wand. Zwei Tore vorbereitet. Das dritte Mal selbst erzielt. 85. Minute hat er sie alle mal abgeschüttelt. Sie immer die Italiener. Auch jetzt die blaue Wand am Strafraum. Klasse gespielt. Müller. Super abgelegt. Buffon machtlos. Mal wieder gegen wen wohl? Gegen Miroslav Klose. Jetzt die Chance für den eingewechselten Rossi. Neuer, und er ist doch bezwingbar in Dortmund. Giuseppe Rossi. Inhalt, vielleicht kann man das gegen Kasachstan mal ein bisschen praktizieren. Und das kann man. Und aus dem Standard heraus ist der Torschütze. Na, wer schon? Miroslav Klose 1-0 nach 3 Minuten. Das war auch einstudiert. Das zweite Standardtor, wenn Sie so wollen. Freistoß, Kopfball, wie beim 1-0. Eckball Nummer 4 für die deutsche Elf, Schweinsteiger. Müller, da Zeit. Und er nutzt diese Zeit. Sein zweites Tor. Klose. Khedira kommt von hinten an. Legt quer. Ist das nicht herrlich? Schon wieder Klose. 4-0. Alle Pfiffe sind vergessen. Der Betze tanzt. Klose trifft. Es steht 4-0. Aber gegen einen eingespielten Gegner wie Australien erschwert das natürlich die ganze Sache. Jetzt mal André Schürrle. Mario Gomez. Die erste Kombination und die sitzt 26. Minute. Ja, Vorsicht. Einmal nicht aufgepasst. Mats Hummels, Tim Wiese auch zögerlich und David Carney aus Blackpool. Kühl gegen 3. Duell mit Tresch und... Elfmeter, Spezialist. In diesem Fall chancenlos. Balleroberung von Gomez gegen Lugano. Gomez. Tor. Eine riesen Einzelleistung. Des Strafraumspielers, der zum Dribbler wurde. Mario Gomez 1-0. Jetzt geht Lahm rechts, ganz frei. Özil nimmt die andere Seite zu Schürrle. Schürrle, Tor! Tor durch André Schürrle. Technisch, brillant gemacht. Ein Vollblutstürmer.
Tester, der Testmöglichkeit, wie es denn läuft mit zwei Spitzen. Hier ist Cavani gegen Schmelzer. Verlangt kommt dazu. Und vier, fünf Mann versuchen zu klären. So, von der linken Seite mit rechts. Groß zieht den Ball zum Tor. Da ist Friedrich und da ist die Chance. Und da ist der Ball im Tor und es ist Mario Gomez. Jetzt kann er endlich ein Häkchen hinter diesem Tor machen. Sofort gibt's den Kuss. Seinen inneren Frieden schließen mit dem Ernst Happel-Stadion und diesem vermaledeiten Tor. Baumgartlinger. Hoffer versucht sich da im Rücken von Friedrich wegzustehlen, derweil Alaba ganz frei ist. Lahm eingerückt, Alaba. Und der Ausgleich durch Martin Harnik. Und das ist nicht unverdient. Jetzt nochmal Groß. Müller geht kurz da hinten. Wäre Bartstuber gewesen. Lahm. Und Gomez! Jawohl! Mario Gomez ist der Mann des Abends. 90. Minute. Auch gerne offensiv mit einschalten, aber man erwartet noch nicht diese Aktionen wie von Philipp Lahm. Aber der ist Höwedes fast. Kommt nicht ganz an. Doch, klasse. Flanke kommt rein, aber mehrfach abgefälscht. Özil. Und er ist drin. Auf die einfachste Art und Weise, mit ein bisschen Platz, ein bisschen Glück, die Führung für Deutschland. Guter Pass von Bartstuber. Özil, Gomez ist da und da ist das 2:0. Wunderbar. Klasse Pass von Höwedes mit dieser überraschenden Spieleröffnung. In Wien landete bei der Mannschaft. Ah, Neuer noch kurz dran. Einiges durcheinander jetzt nochmal zum Schluss. Und tatsächlich da auch noch das Tor. Und was für ein Jubel! Durch das Tor hier von Murat Huseynov ausgelöst. Und das ist so, letzte Minute der Nachspielzeit. Läuft die Chance nochmal für Deutschland. Götze. Mario Götze, Gomez, wunderbar aufgelegt von Götze und Schulle, 3:1 in der letzten Spielminute.